Hallo an alle und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Warframe. Ja, wir gehen hier erstmal runter zu unserer Schmiede. Wir haben ja in der letzten Folge hier das Taxon gebaut und das können wir hier jetzt sogar abholen. Deshalb würde ich sagen, klicken wir da mal drauf. Und jetzt haben wir es abgeholt. Perfekt. Jetzt ist die Frage, wie müssen wir das equippen? Ich denke mal, dass wir hier in unser Arsenal reingehen müssen. Begleiter ausrüsten. Da haben wir noch unser Taxon, perfekt. Ausgerüstet, nichts, Wächterwaffe. Okay, haben wir auch eine? Perfekt. Ja, machen wir doch. Genau. Ja, das wollte ich noch kurz machen, bevor wir hier weitergehen. Und dann ist hier das nächste auf der Erde noch Cetus. Das würde ich sagen, machen wir als nächstes. Und dann schauen wir mal, wie wir hier weitergehen. Irgendwann werden wir auf jeden Fall noch zur Venus gehen, weil da müssen wir auch noch ein paar Sachen dann erledigen, um dann zu Merkur später zu kommen. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal hier mit Cetus an. Oder Cetus, oder wie man auch immer das ausspricht. Und da gehen wir jetzt mal rein, genau. Bin mal gespannt, wo wir da hinkommen. Okay, wir haben hier noch eine kleine Zwischensequenz. Okay, mit was fliegen die hier her? Was ist das? Was passiert hier bitte? Hilfe, wo bin ich hier gelandet? Eine Rekultivierungskolonie. Okay, und da landen wir jetzt anscheinend mit unserem Schiff hier. Beziehungsweise springen wahrscheinlich raus. Let's go runter hier. Okay. Wir haben hier unser Taxon dabei. Taxon, wie auch immer. Und wir müssen jetzt wahrscheinlich hier nach oben. Okay, noch kann ich keine Waffe in die Hand nehmen. Wo müssen wir denn hier? Da unten ist irgendjemand. Hier steht auch noch jemand anderes, okay. Wir spielen aber doch solo. Ja, perfekt. Gut, das heißt, wir sind wahrscheinlich hier in so einer Art Open World irgendwie, wenn hier noch andere sind. Und wir müssen hier zu Konzu. Und was müssen wir hier machen? Aufträge oder wie? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich müssen wir hier den Auftrag machen. Beweise dich, beweise deine Fähigkeiten, zeige Konzu, wozu du fähig bist. Dann haben wir eben die möglichen Belohnungen. Okay, dann würde ich sagen, klicken wir hier mal drauf. Okay. Ich habe mir schon gedacht, dass ich nach hier hinten muss. Hallo, wieso leckt das jetzt? Huiuiui. Wie viele Frames habe ich hier jetzt? Gefühlt gar keine. Okay, es lädt gerade noch. Okay. The plains of Eidolon. The site of an historic battle between the Orican and a great sentient. These plains are a vast graveyard of the sentients who attacked the tower long ago.
If local legends are true, you do not want to be out here at night. Kanzu is right. The Grineer can never be allowed to live comfortably on the plains. Let's make this place as inhospitable as possible for them. All your work has led to this. Take out as many Grineer as you can. Okay, ich muss nach da hinten gehen, auf jeden Fall. Was liegt hier noch rum? Okay, keine Ahnung. Ein Iradi irgendwas. Gut, dann gehen wir mal zu dem Marker nach da hinten. So. Ich werde hier schon beschossen, okay. Komm schon. Bin ich hier richtig? Ja, wahrscheinlich. Okay, ich kann leider meine Fähigkeit nicht benutzen. Muss ich ganz nach da hinten gehen, okay. Oh. Hey, darf ich da nicht reinfallen? Anscheinend darf ich da nicht reinfallen, okay. Muss ich auch nicht. Muss ich da jetzt so weit nach hinten? Als ob. Was ist überhaupt meine Aufgabe? Achso, die ganzen Gegner zu töten eigentlich nur. Das ist alles, was ich machen muss. Soweit ich das richtig gesehen habe. Was ist das für ein Ding hier oben? Da unten sind auch noch ein paar, oder einer zumindest. Da wurde ich von irgendwo angesniped. Von dem Dude da hinten. Komm schon. Jetzt treffe ich den nicht, Mann. Okay, noch einen muss ich finden hier. Was ist das hier überhaupt? Munition aufstocken, okay. Aber wieso nicht? Hier wird noch auf mich geschossen, ich weiß aber nicht von wo. Von hier vielleicht. Okay, jetzt habe ich doch alle getötet. Okay, wahrscheinlich wieder zurück dann. Ja, wir kommen wieder zurück. Okay, dann war das schon die Aufgabe. Anscheinend, wenn ich hier wieder reingelassen werde. Jetzt leckt es wahrscheinlich wieder. Ja, okay. Fortschritt. Nach Cetus zurückkehren. Übersicht, okay. Wir sind hier ein bisschen überall aufgestiegen. Artax, die Waffe von Taxon haben wir anscheinend ein bisschen hochgelevelt. Und die anderen Sachen auch ein bisschen. Ein paar Sachen haben wir auch bekommen hier unten. Credits und alles. Dann würde ich sagen, gehen wir doch hier auf Verlassen. Ist die Frage, wie wir hier wieder zurückkommen zu unserem Schiff. Cetus verlassen. Genau, das machen wir doch mal direkt hier. Dann sollten wir auch wieder zurückkommen. Und damit sollten wir auch unsere nächste Mission schon machen können. Und das wäre dann... Okay, Ebenen von Eidolon habe ich schon gemacht. Eurasia, mobile Verteidigung oder Ausgrabung. Machen wir doch Everest, wieso nicht? Ich hoffe mal, dass ich das schaffe. Ah, okay, Mission wählen. Ausgrabung. Lithris, was ist das genau? Was genau ist das, wenn ich das jetzt wüsste? Ich gehe einfach mal eine normale Mission. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es mir gerne wieder in die Kommentare schreiben.
was das jetzt war, das Lith-Riss, oder wie man auch immer das ausspricht. Keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach normale Missionen erstmal. Kann man ja immer wieder nochmal machen. Wobei der Strandstand endet in ein paar Minuten oder Stunden, weiß gar nicht. Okay, Ausgrabung, was auch immer das bedeutet. We're here in search of lost artifacts and items buried deep below the surface. The scanner has picked up a target. Go to the dig site. Okay, ich gehe jetzt einfach mal durch. Ohne groß auf die Gegner vielleicht zu achten. Oh. Excavator deployed. Protect the unit while it extracts the artifact. Das müssen wir jetzt verteidigen anscheinend. Alles klar. Von wo ist... Oh, da unten sind da ganz viele. Okay, andere Zelle finden. Wie müssen wir das machen, bitte? Kann mir das jemand erklären? Da hoch können wir noch. Okay, wir müssen nach da hinten. Okay, gut. Jetzt wird es mir auch endlich mal angezeigt. Ah, Mist. Okay. Gut, hier durchgehen, weiter. Okay, das müssen wir jetzt verteidigen. Excavator is ready to go. Keep it powered and protected from enemy fire. Ja, wie muss ich das denn powered lassen? Keine Ahnung wie. We need another power cell for the excavator. Wie bekommen wir das bitte? Das kann doch nicht so schwer sein, Mann. Excavator destroyed. Protect the remaining dig sites. Excavator is ready to go. Keep it powered and protected from enemy fire. Ja, wie müssen wir das denn powered lassen? Da bin ich jetzt gerade leider überfordert. Okay, wir müssen irgendwie eine Zelle finden, wo auch immer wir die finden sollten. Hallo, öffnen. Ach Mist, was mache ich hier denn? Komm schon, ich hänge hier fest. Excavator destroyed. Protect the remaining dig sites. Okay, da wurde auch jemand zerstört. Oder einer. Also ich bin hier gerade ehrlich gesagt überfordert. Ich weiß nicht, wie ich hier Energie finden soll. Funktioniert denn das? Ah, hier habe ich gerade was gesehen. Energiezelle aufheben, okay. So,
So geht es also, okay, perfekt. Ich glaube, dass wir dann die Mission nochmal neu starten müssen. Das mache ich nochmal. Missionsabbruch, ja. Okay, ich glaube, ich habe verstanden, wie es geht. Mission wiederholen, genau. So, okay. Dann probieren wir das nochmal. Nochmal auf ein neues. Das heißt, wir bleiben beim ersten, müssen eben so eine Zelle finden, in dem wir wahrscheinlich Gegner töten. Und dann, ja. Warten wir, bis es eben durch ist. Würde ich jetzt zumindest mal so sagen. Ich hänge. Jetzt, wieso kann ich, konnte ich den, ich treffe nicht. Und ich springe schon wieder vorbei, jawohl. Ah, die Hunde kommen hier raus, glaube ich, gell, ja. Kann ich nicht öffnen, schade. Okay, hier kommt das Teil. Das heißt, verteidigen hier. Ja, die sollen ruhig mal hierher kommen, lieber. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die hier auch die Zellen droppen. Weil ich da hier jetzt gerade... Ah, da oben ist eine, okay. Komm schon hoch hier. Der hat eine. Das sehe ich doch. So, die Zelle aufnehmen hier und ran da. Da liegt noch eine. Die nehme ich schnell. Der hat auch noch mal eine Zelle dabei hier. Okay, hier sind sogar zwei. Das ist geil. Die kann ich leider nicht direkt aufnehmen. Okay, hier liegen jetzt eigentlich sogar viele rum. Das ist geil. Die Energie ist gerade sogar voll. Da kommt noch mal einer mit einer Zelle. Ah, okay, ich könnte jetzt rein theoretisch rausgehen direkt. Oder noch weitermachen. Ja komm, gehen wir doch noch zu dem anderen, wieso nicht? Ist eigentlich ganz cool. Okay, hier müssen wir das andere. Dann nehmen wir doch gleich hier die Zelle. Hallo, Zelle aufnehmen.
Gut, ich soll... Da hinten ist noch einer mit Zelle, das ist gut. Und nochmal einer. Den nehmen wir doch auch gleich mit, hier die Zelle. Und hier lag nochmal einer irgendwo. Oder doch nicht. Ich hab's gerade nicht richtig gesehen. Ah doch, da liegt doch noch eine. Und hier ist nochmal einer direkt. Dann nehmen wir die auch doch direkt gleich mit. 18% Energie haben wir noch. Eigentlich ganz praktisch. Das Taxon, wie auch immer. Weil es immer ein bisschen die Richtung anzeigt, wo noch Gegner sind hier in der Nähe. Da hinten zum Beispiel. Wenn man nicht gerade da hinguckt, sieht man es trotzdem ganz gut. Okay, da könnte ich was scannen. Komm schon. Okay, wir haben 100 Endo bekommen. Okay, wohin kann ich jetzt gehen? Hallo? Da nach hinten wahrscheinlich. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Ich starte die Extraction dann, denke ich mal. Hoffe ich mal. Oder auch nicht. Okay. Excavator is ready to go. Keep it powered and protected from enemy fire. Ja, dann mache ich halt noch die C kurz, komm. Wieso nicht? Ah, da hinten. Da hinten sehe ich ja die Ding. Extraction eigentlich. Jetzt müssen nur noch die Gegner herkommen. The excavator has lost power. Find another cell. Oder kommen sogar gleich zwei. Ich brauche die Zelle, ich brauche die Zelle. Da war noch mal einer und noch mal eine Zelle hier irgendwo, ja, da unten. Nehmen wir die doch gleich mit hier. Finisher Move, pow. Zelle, Zelle. Okay, danach gehe ich auf jeden Fall aber raus. Weil ich weiß nicht, ob das schwerer wird oder wie das ist. Okay, ich bräuchte mal wieder eine Zelle. Da kommt auch schon einer. Jetzt nur die Zelle wieder nehmen und wieder da hinten hin. Und wir sind wieder voll mit Energie. Das ist schon mal geil. Okay, ich kann auch mal die Klinge hier aktivieren. Komm schon, lauf. Achso, wir sind ja schon voll. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch zur Extraction. Müssen wir wahrscheinlich hier nach oben. Jetzt habe ich gerade zwar die Klinge aktiv, aber ist ja egal. Jetzt laufe ich die ganze Zeit mit dem Energiedings darum. Okay. Damit haben wir es geschafft. Stark. Missionserfolg. Perfekt. Scanner haben wir wieder hochgelevelt noch. Also einen Rang höher. Und wir haben hier ein paar Ressourcen gesammelt. Unter anderem auch Endo und ein paar Punkte, Credits. Ist schon mal ganz gut. Perfekt. Ja, und dann gehen wir hier auf Verlassen. Und wenn euch diese Folge wieder gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, auch wenn ich am Anfang jetzt bei der zweiten Mission nicht ganz geblickt habe.
was wir machen müssen, aber mittlerweile habe ich es jetzt dann ja doch rausgefunden. Ist die Frage, ob wir in der nächsten Folge dann vielleicht zur Venus gehen und da weitermachen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da machen sehen wollt. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.